von Reißverschlüssen und Stewardessen. Der König des Reißverschlusses. Eines für alle, das Swiss Army Knife. Der Fipfop Club, geniale Werbeaktion von Nestle vor 50 Jahren. Charlie Borra, Beruf Trickdieb. Die erste Stewardess der Welt. Löffel im Ohr, das Geheimnis der Appenzeller Akupunktur. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer bunten Sammlung von Schweizer Eigenarten, Besonderheiten und Spezialitäten. In den 20er Jahren löste die Erfindung des Reißverschlusses Erstaunen aus. Wie einfach wurde es doch plötzlich, eine Hose oder ein Kleid zu schließen. Unser erster Bericht schildert die tragische Geschichte von Ottmar Winterhalter, der den Riri-Reißverschluss erfunden hat. Über die Erfindung des Reißverschlusses gibt es viele Legenden. Eines ist sicher, eine wesentliche Rolle spielte dabei der Tüftler und Unternehmer Ottmar Winterhalter. Seiner Geschichte hat sich der Publizist Eduard Stäuble mit viel Leidenschaft angenommen. Die Reißverschlussstory und die Story ihres Erfinders, Dr. Ottmar Winterhalter, hat einen ganz leichten biografischen Zusammenhang mit meinem Leben. Der Reißverschluss wurde nämlich im gleichen Jahre erfunden, 1924, als ich geboren wurde. Winterhalter war in St. Gallen eine berühmte Figur, vor allem in den späteren Jahren. Lange nach der Erfindung des Reißverschlusses hat er ein extravagantes, ausgefallenes, abenteuerliches Leben in der ganzen Welt geführt, mit vielen Affären und Storys. Die kamen damals immer wieder in der Zeitung, die habe ich schon in frühen Jahren immer verfolgt. Und so bin ich mit dem Stoff Winterhalter immer näher vertraut geworden. Angefangen hat die Story in den 20er Jahren, als der amerikanische Erfinder Gideon Sandbeck mit dem Patent für eine Art Reißverschluss in St. Gallen auftauchte. Winterhalter hat sofort erkannt, dass an dieser Idee was dran ist. Aber jetzt ging es darum, aus diesem Patent etwas Fabrikationsreifes zu machen. Der Einfall dazu kam bei einer Party, bei einer Gesellschaftsparty in Halle, wo getanzt wurde und Gesellschaftsspiele gemacht wurden. Unter anderem so ein Spiel, wo man die Gesellschaft alle Hände übereinander legen musste. Und in dem Augenblick, während dieses Spiels, kam Winterhalter ein Gedanke, ein Einfall. Er hat sich sofort aus der Party zurückgezogen und während 2-3 Tagen ist er verschwunden. Und als er zurückkam, sagt er, jetzt hab ich's, nämlich den Reißverschluss. Wie er die Glieder mit einer Rille und einer Rippe ineinander fügen kann. Winterhalter hat den ersten wirklich reißfesten Reißverschluss erfunden, hat auch eine Anzahl Patente, 25 glaube ich, gehabt für Maschinen und Werkzeuge zur Herstellung dieses Riri-Reißverschlusses. Seine erste Fabrik eröffnete Ottmar Winterhalter im deutschen Wuppertal. Dort ließ er auch die mittlerweile 70-jährigen Maschinen bauen, um die Rillen und Rippen für die Riri-Reißverschlüsse zu stanzen. Winterhalter wurde mehr und mehr ein reicher Mann. Und als in Deutschland die Fabrikation unsicher wurde, er sah das Heraufkommen des Nationalsozialismus und Hitlers, da hat er die ganze Fabrik in Wuppertal, wo er sie zunächst hatte, zusammengepackt in Camions und ist damit bei Nacht und Nebel in die Schweiz geflüchtet, wo er dann in Mendrisio eine neue Fabrik aufbaute. Der Riri-Reißverschluss wurde zum Welterfolg und zum festen Bestandteil der Mode. Sein Erfinder aber erlitt 1935 einen schweren Skiunfall. Die Ärzte sprachen sogar davon, dass er gewisse Gehirnquetschungen erlitten habe dabei. Jedenfalls ist er von da an seelisch und geistig irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten. Und nicht nur führte er ein abenteuerliches Leben rund auf der ganzen Welt, er verfolgte vor allem auch immer wieder verrückte Ideen mit seinem Reißverschluss. Er hatte einen richtigen Reißverschluss. Er wollte zum Beispiel Betonstraßen bauen mit Reißverschlusselementen, die man ineinander fügen konnte. Er hat übrigens selber eine solche Straße, eine kurze 1,4 Kilometer bei ihm im Tessin gebaut. Er kam auf die Idee, einen Atombunker zu bauen, auch wieder mit Reißverschlusselementen. Als es hieß, der Petersdom in Rom sei bedroht, die Kuppel, weil unten ein See sei, kam er auf die Idee, einen Schacht vorzutreiben zu diesem See und ihn zu entwässern.
auch natürlich wieder aus Reißverschlusselementen. Er hat allerdings dazu nur den Eingang zu diesem Schacht gebaut. Dann hat man diesem Unternehmen nicht mehr so ganz getraut. Aber nicht nur auf diesem Gebiet war er sehr verschwenderisch, sondern auch sonst hat er ein luxuriöses Leben geführt. Oder er hat auch sehr viel Geld verschenkt, zum Beispiel Aktienpakete in der Höhe von 700.000 Franken an seine Köchin und so weiter. Jedenfalls wurde man in der Verwandtschaft langsam ungeduldig und unruhig, denn man sah das Erbe des Ottmar Winterhalter langsam dahin schwinden. Und so bildete sich dort eigentlich eine eigentliche Internierungspartei, die versuchte, ihn irgendwo in eine Klinik einzuliefern und ihn, sagen wir es ruhig, als verrückt zu erklären. Er war in Lebranche, Pirminsberg, Friedmatt, auch in Burghölzli. Überall ist er aber immer wieder ausgebrochen. Und zwar meistens mit Hilfe einer hübschen Sekretärin, denn die Frauen haben ihn immer noch verehrt und geliebt. Das ging aber nur bis zum Jahre 1950, ja war's, als er dann definitiv in die Klinik Bellevue eingeliefert wurde, wo er den Rest seines Lebens verbrachte, nämlich von 1950 bis 1961, wo er dann gestorben ist. Fast ebenso alltäglich wie der Reißverschluss ist unser nächstes Produkt Made in Switzerland. Für die Armee hergestellt, aber alles andere als eine Waffe. Viel eher werden damit Weinflaschen und Konservendosen geöffnet oder eine Orange geschält. Das berühmteste Messer der Welt. Großanlass bei der Firma Victorinox in Ibach bei Schwyz. Der amerikanische Ex-Präsident George Bush und seine Gattin Barbara beehren die größte Messerfabrik Europas mit ihrem Besuch. Die Schweizer Taschenmesser sind ihnen seit langem ein Begriff. Nicht nur während seiner Amtszeit waren sie ein begehrtes Präsent von US-Präsidenten. Über 100.000 Messer werden hier tagtäglich produziert. Zwei Drittel davon sind die berühmten Taschenmesser, die weltweit als Offiziersmesser, als Swiss Army Knife, Furore gemacht haben. Die Leitung des Unternehmens liegt seit 4 Generationen in den Händen der Familie Elsener. Mein Urgroßvater hatte 1884 nach seiner Gesellenzeit in Frankreich und Deutschland hat er hier in Ibach ein kleines Messerschmiedgeschäft eröffnet. Sein Hauptziel war eigentlich im industriearmen Bezirk Schwyz Arbeitsplätze zu schaffen. Und deshalb versuchte er zusammen mit anderen Messerschmieden den Auftrag der Schweizer Armee für die Soldaten Messer zu bekommen. Da bis 1891 bezog die Schweizer Armee die Messer von Solingen. Und mein Großvater konnte dann 1891 zum ersten Mal die Schweizer Armee mit dem Soldatenmesser beliefern. Und das Soldatenmesser war ziemlich robust und etwas klobig. Und deshalb hatte er die Idee, ein eleganteres, feineres Messer für die Offiziere zu kreieren, welches er 1897 schützte und welches uns heute in der ganzen Welt den Qualitätsruf gebracht hat. Dabei liegt das Geheimnis des weltweiten Erfolgs des Schweizer Offiziersmessers wohl kaum in der Montage der multifunktionalen Einzelteile. Der ungeübte Ex-Präsident schafft das Zusammensetzen dank fachkundiger Anleitung und tatkräftiger Unterstützung des Juniorchefs relativ problemlos. Barbara Busch braucht zwar etwas länger, dafür darf sie im Gegensatz zu ihrem Gatten stolz darauf sein, ihr Messer allein angefertigt zu haben. Der Swiss Champ mit 64 Einzelteilen und 33 Funktionen ist heute der König unter den über 100 verschiedenen Typen von Offiziersmessern, die hier produziert werden. 450 Arbeitsstationen sind bis zu seiner Fertigstellung notwendig. Viele der Maschinen bei Victorinox sind Eigenentwicklungen. Der Know-how-Vorsprung ist auch in diesem Geschäft von großer Bedeutung, denn auch die ausländische Konkurrenz wetzt die Taschenmesser. Für uns ist die größte Konkurrenz in China. Dort gibt es nach unserem Wissen ca. 5 Fabrikanten, die unsere Messer genau kopieren.
Die Qualität erreichen sie heute noch nicht, aber auch den Preis kann man mit unseren Messern nicht vergleichen. Und unsere Hauptbestrebungen in den nächsten Jahren werden sein, unsere Konkurrenzfähigkeit gegenüber China zu wahren. In die Abteilung Forschung und Entwicklung werden jährlich 10 Millionen Franken investiert. 30 Spezialisten aus verschiedensten Fachrichtungen sollen dafür sorgen, dass das Geschäft mit den Ibacher Multitools auch in Zukunft so erfolgreich läuft wie heute. Von insgesamt 1000 Mitarbeitern werden bei Victorinox jährlich 15 Millionen Taschenmesser produziert. 90% davon gehen in den Export. Über den teuren Produktionsstandort Schweiz hat man sich hier schon vor Jahren Gedanken gemacht. Aber ein ganz gewichtiger Grund sprach gegen eine Verlagerung der Produktion ins Ausland. Die Abklärungen haben dann eindeutig gezeigt, dass auf dem Weltmarkt das Schweizer Messer einen so hohen Qualitätsruf hat, speziell weil es in der Schweiz hergestellt ist. Und wir sind heute überzeugt, dass wir es uns nicht leisten können, das Schweizer Messer im Ausland herzustellen. Schweizerisches für Schweizer und vor allem auch für Ausländer. Das hat auch in Zukunft aus der Schweiz zu kommen. So ist man bei Victorinox überzeugt, nur Swissmade wird das Swiss Army Knife auch die nächsten 100 Jahre auf Erfolgskurs reiten. Marketing hat man schon betrieben, als man das Wort noch gar nicht kannte. Zündende Ideen, um den Verkauf von Schokolade anzukurbeln, findet man schon in den 30er Jahren. Die Firma Nestlé hatte damals die clevere Idee, mit einem Club für ihre Schokolade zu werben. Der Fipfop Club. Es gibt ihn offiziell nicht mehr, seit 1956. Nur diesen einen, den letzten, in Martigny im Wallis. Aber schon damals gab es das Fipfop-Auto und Zehntausende von Mitgliedern. Kinder zwischen 5 und 15 Jahren in allen Schweizer Landesteilen. Karl Lauterer lud ein, Werbechef von Nestlé höchstpersönlich. Er hatte diesen Club im Jahr 1936 ins Leben gerufen, als Werbeaktion für seine Firma. Von den Kindern ließ er sich Götti nennen. Jedes fünfte welsche Kind, jedes zehnte Deutschschweizer Kind war Mitglied. Denn man durfte ins Kino gehen, gratis, wenn man das Clubabzeichen gekauft hatte. Anfänglich zu 50 Rappen, später zu einem Franken. Vierzig Jahre später ist das eigenartig, aber es gab damals nicht viel in Martigny. Es war das Ereignis. Man stritt sich oft um die Plätze im Kino, denn es hatte meistens mehr Kinder als Plätze. Und die Stimmung im Saal, das war was, ganz abgesehen von den Filmen. Es war aufregend, denn es gab mehrere lustige Filme. Und am Schluss erhielt man ein Cornet mit Schleckereien. Für diese Filmnachmittage mietete Nestlé Theater- oder Kinosäle in unzähligen Schweizer Gemeinden. Ein- bis zweimal pro Jahr. Der Kinobesitzer erinnert sich. So wurde das Kino bekannt. Es hatte damals noch nicht den Stellenwert wie heute. Es gab Kinder, die gingen nie ins Kino, nur zu Fipfop. Gezeigt wurden Natur- und Sportfilme, Slapstick-Stücke mit Chaplin und Laurent Hardy, manchmal ein Film zum Thema Markensammeln. Denn das war der eigentliche Anlass, die Werbebotschaft des Clubs. Kinder sollten fleißig die sogenannten NPCK-Marken sammeln und in die Alben kleben. Jeder Schokolade von Nestlé, Peter, Kaye und Cola war ein Bild beigelegt, für das ein Platz im Album reserviert war. Seit 1921 gab es diese Alben. Namhafte Autoren und Maler wurden verpflichtet, hunderte von Sujets zu beschreiben bzw. zu illustrieren. Jährlich kam ein neues Album heraus, das man zum Selbstkostenpreis von 1,50 Franken kaufen konnte. Die Auflage pro Band betrug rund 50.000 Exemplare. Wer eine Marke doppelt hatte, konnte sie eintauschen.
Man bekam auch Marken gegen Schokoladepapier. Jeder vierte verkaufte Umschlag wurde gegen Marken eingetauscht. Und fast ein Viertel aller gedruckten Marken wurde eingeklebt. Die Alben kosteten Nestlé fast 30% des Schokoladewerbebudgets oder gut 360.000 Franken. Ebenso viel verschlang der Fipfop-Club. Jedes Fipfop-Club-Mitglied bekam auch eine Zeitung, jeden Monat in seiner Sprache. Man durfte dem lieben Götti zudem Zeichnungen und Briefe schicken. Manchmal wurden sie prämiert. Man wurde zu Sportveranstaltungen eingeladen, gehörte zur großen Familie. Sogar General Gison war Ehrenmitglied im Reich von Fip und Fop. Fip, das Mädchen, es schwärmte für Cola-Schokolade und stritt darüber mit Fop, dem Jungen, der die Caillé vorzog. Da sie je gleich viele Fans hatten, schlossen sie sich zusammen. In Realität gehörten Peter Caillé und Cola ohnehin ins Nestle, der expandierende Nahrungsmittelfirma. Noch heute treffen sich die letzten Fipfopper ein paar Mal pro Jahr. Schokolade ist allerdings nur am Rande ein Thema. Wir sind unter uns, unter Freunden, mit dem Glas in der Hand. Weil wir die Nachmittage mit Fipfop genossen, haben wir uns gesagt, warum dies nicht beibehalten, um sich zu treffen. Es ist klar, heute tauschen wir nicht mehr Bildchen. Wir tauschen eher das Glas der Freundschaft. NZZ-Format heute mit Schweizer Eigenarten und Besonderheiten. Sein Vater hatte denselben Beruf und war bereits eine Legende. Auch er ist ein wahrer Meister seines Fachs. Wie man ein unehrenwertes Metier ganz und gar gentlemanlike ausüben kann, zeigt Charlie Borra, Europas ehrlichster Langfinger. Ich sehe den Taschendieb wie in der Tierwelt als einen Tiger, der sich ernähren möchte. Und er sucht sich natürlich etwas zum Fressen. Das schwächste Opfer der Gesellschaft immer ist der beste Fraß für Diebe. Wir sollten die Natur vielleicht besser wahrnehmen und unsere Instinkte wieder reaktivieren, die wir durch dieses Großstadtleben verloren haben. Wir nehmen unsere Umwelt kaum mehr wahr. Wir sind Stresssituationen ausgeliefert. Wir sollten eine gewisse Distanz wieder bewahren. Wir sollten beobachten. Wir sollten ein Minimum an Geldmitteln bei uns tragen. Wichtig wäre es auch, das Geld getrennt zu halten. Nicht in der Gesäßtasche, sondern beim Mann vielleicht in der Vordertasche, weil das kleine Becken doch etwas besser durchblutet ist. Und Frauen sollten die Handtaschen quer über die Schulter tragen, mit dem Verschluss nach innen. Es sieht nicht schön aus, aber man frustriert den Dieb damit. Und das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Taschendiebstahl, das ist absolut unmoralisch und es ist nicht einmal ein Kavaliersdelikt. Und man sollte nicht einmal darüber lächeln, obwohl ich selbst tue. Seit Jahrzehnten gastiert der gebürtige Österreicher Charlie Borra immer wieder in der Schweiz. Zweimal täglich tritt er in Zürichs beliebtem Weihnachtszirkus Connelly auf. Jeder Auftritt verlangt höchste Konzentration. Nie darf der Trickdieb die Kontrolle über seine Opfer verlieren. Dafür lebt Charlie Borra in vielen Masken. Aus Charlie Borra wurde Jakob von Kacken. Nicht wahr, meine Lieben? Guten Abend. Und auch der leicht vertrottelte Platzanweiser ist nicht nur das, was er zu sein scheint. Zeigt Ihnen den Platz, Götter Navig. Navig, 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 Navig. Da ist nichts drinnen. Verhungern würde ich nicht. Was haben Sie für Nummer? 302. Das waren die sogenannten Schlüssel, die schauen so aus. Hm? Locker, locker, so schaut das aus. Gut. Zirkus ist Romantik und Enge. Ein Knopf.
Die gebe ich ihm zurück. So, jetzt können wir sehen, was wir heute alles haben. Könnte theoretisch viel mehr haben. Danke Ihnen, danke vielmals. Meine schöne Assistentin Nadja, mein Schnuckelein, ich danke dir. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte ich Sie, Ihre Brieftaschen und Portemonnaies gut festzuhalten. Wo sind denn Ihre Zuckerln? Ja, die sind bei mir. Die schmecken ausgezeichnet. Und Sie haben keinen Grund zu lachen. Bleiben Sie gleich stehen, mein Herr. Sie. Jawohl. Wie können Sie nach Hause kommen ohne Ihre Autoschlüssel? Wo sind denn Ihre Schlüssel? Ja, wo sind Sie denn? Ja, da haben wir Sie ja. Ja, danke vielmals. Grüß Gott. Darf ich Sie abchecken? Ihre Uhr haben Sie noch? Bis jetzt noch, ja. Das ist ja wunderbar. Geld spielt keine Rolex. Was kostet die Welt? Hier haben wir eine Brieftasche. Sagen Sie, Verehrter, in Ihrer Gesäßtasche haben Sie einen Ausweis vielleicht? Geben Sie mir Ihre Brieftasche heraus, die ist schon hier. Ihre Uhr habe ich auch schon. Wo ist die Rolex? Und haben Sie Geld im Portemonnaie oder nicht? Schauen Sie nach. Da ist, glaube ich, nichts drin. Nein, nein. Haben Sie Geld bei sich? Ja. Fehlt Ihnen nichts? Schauen Sie nach. Bis jetzt glaube ich nicht. Nicht? Nein. Doch. Schauen Sie. Wiedersehen. Sie können gleich wieder raus, ja? Fehlt nichts. Nein? Ich glaube, ich wüsste. Bitte, seien Sie so lieb, mein Herr. Ja. Schauen Sie mich von hier bis hierher gut an und sagen Sie mir, was fehlt Ihnen jetzt? Sehen Sie das nicht? Ihre Brille, mein Herr. Danke vielmals. Bitte nehmen Sie das. Merci vielmals, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja. Akupunktur ist eine medizinische Methode, die immer mehr Anhänger gewinnt. Sie stammt aus China oder vielleicht auch aus der Schweiz, genauer aus dem Appenzellerland. Hier gibt es eine ganz spezielle Form der Akupunktur als geheimnisvolle Begleiterscheinung einer alten Tradition. Zu jedem waschechten Appenzeller gehört auch heute noch ein Ohrring. Oder zumindest ein Ohrstecker. Und zwar nicht nur aus ästhetischen Gründen. Das gehört zum Bauernstand. Geist, man hat auch gesagt, wenn man Gold in den Ohren hat, sieht man gut. Dann sagt er, sei das gut für die Augen. Gut für die Augen soll auch die klassische Ohrenschurfe mit der Rahmschöpfkelle sein. Ursprünglich von Sennen auf der Alp getragen, wird sie heute praktisch nur noch zu festlichen Anlässen montiert, und zwar im rechten Ohr. Das Große, das trage ich nur zur Tracht. Und die Kleine, die habe ich immer drin. Ich habe es noch nie rausgenommen. Ich sehe gut, also ich trage keine Brille. Also eigentlich sollte es ja gut sein für die Augen. Es gibt solche, die es nicht wissen, oder Fremde, die solche vielleicht mal tragen. Tragen sind vielleicht links, aber das ist falsch. Also rechts muss die Ohrenschurfe getragen werden. Warum? Tja, das bleibt weiterhin eines der vielen nicht zu lüftenden Geheimnisse in der mythischen Vergangenheit des Appenzell. Aber woher kommt der Glaube in dieser Gegend, dass Ohrringe für die Gesundheit etwas bringen sollen? Und das, wie wir von einem der großen Appenzell-Experten erfahren, nicht einmal rein exklusiv bezüglich der Sehkraft. Für was ist der Sinnenohrring angeblich gut? Das ist uns etwas, was die Tradition uns berichtet. Für die Schärfung der Augen, gegen Jähzorn und gegen Schlaganfälle.
Der ehemalige Anwalt beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Appenzeller Volkskunde, ganz speziell auch mit dem Trachtenschmuck. Von der Kraft der Ohrringe gegen Schlaganfälle und gegen Jähzorn spricht man heutzutage nicht mehr. Aber die Meinung, dass sie gut für die Augen seien, die hat sich hartnäckig gehalten. Warum neben all dem anderen Schmuck gerade die Ohrringe? Warum sind sie gut für die Augen? Eine Frage, die auch Karl Ruesch beschäftigt. Also ich habe mich bei verschiedenen Ärzten habe ich mich auch schon erkundigt, habe aber nie irgendwie eine plausible Lösung gefunden. Liegt es an der Abgeschiedenheit dieses Fleckchens Erde oder an den von Karl Ruesch konsultierten Ärzten? Kaum vorstellbar, dass hier in dieser Gegend noch niemand etwas von Akupunktur gehört hat, dass sich noch niemand gefragt hat, ob denn die alte Volksmeinung vielleicht weniger mit dem Glauben als vielmehr mit der fernöstlichen Heilkunst zu tun hat. Hat sich dieses Wissen vor Jahrhunderten nicht doch ganz unauffällig tief ins Appenzell eingeschlichen? Bijoutier Dobler hat Indizien. Ich hatte wohl jetzt schon einige Studenten aus der Stadt, die sind gekommen und haben Ohrringe oder Stecker gekauft und haben mir erwähnt, dass der Arzt sie gesandt hat, um zu schauen, ob das besser bessern würde, ihr Augenleiden. Also doch. Aber wo genau muss der Ohrring gemäß Appenzeller Tradition stecken? Wo macht Guido Dobler das Loch? Wo sticht er? Ich steche in der Regel da, das ist so ziemlich zentral im unteren Ohrläppchen. China, die Heimat der Akupunktur. Hier endlich die definitiv klärende Antwort. Es ist genau der Punkt für die Augen, meint Guan Sun Hui. Und er ergänzt: Sie verstehen vielleicht nichts von Akupunktur, aber den Punkt haben Sie genau richtig getroffen. Das interessiert mich jetzt sehr, dass das Ohrläppchen irgendwie ein Teil des menschlichen Körpers sein könnte, wo nun die Nadel angesetzt wird und dann irgendwelche wohltuenden Wirkungen erzielen kann. Aber ich glaube nicht, dass da die Akupunktur die Mutter dieses Ohrrings sein könnte. Dass die Swissair, die nationale Fluggesellschaft, immer ganz besonders stolz auf die Qualität ihres Service war, hat seinen Grund. Schließlich wurde der Beruf der Air Hostess sozusagen in der Schweiz erfunden. Der Beruf des Flight Attendant ist auch bei der Swissair zu einem harten Job geworden. Aussehen, Alter und Geschlecht sind nicht mehr die wichtigsten Kriterien. Erwartet werden Freundlichkeit, Kompetenz und Effizienz unter erschwerten Bedingungen. Denn die Fluggäste erachten heute einen Top-Service an Bord als selbstverständlich, auch wenn die wenigsten bereit sind, dafür mehr zu bezahlen. Das war nicht immer so. Den guten Ruf hat sich die Swissair in den über 60 Jahren der modernen Zivilluftfahrt vor allem durch einen hochstehenden, innovativen Service erworben. Die kleinen schweizerischen Gesellschaften, darunter die Swissair, gehörten in den 30er Jahren zu den führenden Luftverkehrsanbietern. Neben modernen Curtiss- und Douglas-Flugzeugen boten sie ab 1933 als erste auch einen Boardservice an. Stewardessen sorgten für das Wohl der Gäste. Von den heutigen Anforderungen unterschied sich ihr Aufgabenbereich allerdings erheblich. Eine der ersten Stewardessen war Johanna Biegler-Vögeli. Wir sind von Zürich mit einem Bus reingefahren bis nach Dübendorf. Und dort hatten wir ein kleines Küchli, wo wir gerade können Kaffee, Tee und Bouillon machen und ein kleines Sandwich streichen. Und dann haben wir das alles schön eingewickelt, in einen grossen Reiskorb reingetan und das in die Maschine transportiert. Hat es manchmal auch Zeiten gegeben, wo sie nichts zu tun hatten im Flugzeug? Wenn wir nichts zu tun hatten und alle friedlich und zufrieden waren, dann haben wir halt die Lismet dafür genommen und haben Schatzsocken gelismet, fertig. Auch nach dem Krieg setzte die Swissair auf einen Service-Soignier. Zum Angebot gehörten zeitweise sogar Modeschauen.
und auf gewissen Strecken wurden ausschließlich Erstklass-Passagiere transportiert und entsprechend betreut. It's gonna take a surgeon for to make me go. Mit dem Aufkommen der Düsenflugzeuge ging die Swissair noch einen Schritt weiter und bot auf Überseeflügen sogar geräumige Schlafkojen mit Bettfrühstück an. Der Beruf als Stewardess hatte einen hohen Prestigewert. Die Anforderungen waren rigoros. Für Auswahl und Ausbildung war während 25 Jahren Margaret Faust zuständig. Wir haben ein Swissair-Konzept für die Swissair Hostess entwickelt. Und das in erster Linie hat sie eine dienende Einstellung haben, einem Passagier gegenüber, einen guten Charakter. Erst in zweiter Linie hat man dann darauf geschaut, oder, ob sie auch noch hübsch genug war und die Größe und das Gewicht und all das, was noch dazugehört hat. 1952 haben wir den Namen vom Stewardess zu Hostess umgeändert, und zwar eben, weil ich auch gefunden habe, Stewardess ist nicht der richtige Name. Es ist von der Schifffahrt übernommen worden. Da sind wir zusammengesessen mit dem Herrn Dr. Berchtold und wir haben hier beschlossen, jetzt tun wir die Bezeichnung Stewardess ändern auf Air Hostess. Hostess heisst Gastgeberin, und das ist ja das, was ins Konzept hineingepasst hat. Natürlich gehörte auch Training dazu. Sowohl in speziellen Service wie auch in Sicherheitsfragen. Aber auch unter der neuen Bezeichnung Air Hostess waren die Damen in erster Linie eine angenehme Reisebegleitung, sowohl für die Piloten als auch für die ebenfalls vorwiegend männliche Reisekundschaft. Heute ist das anders. Auch die Swissair muss ihre Ertragskraft steigern. Was ein Optimist ist? Ein Optimist ist jemand, der die Details noch nicht so gut kennt. Juliana Schwager, eine managementerfahrene Juristin, soll den Flight Attendants, zu denen längst auch Männer gehören, die immer härter werdenden Arbeitsbedingungen schmackhaft machen. Dazu sind heute andere Voraussetzungen nötig als noch vor 25 Jahren. Ein Flight Attendant braucht, glaube ich, eine gewisse innerliche Stabilität, eine Selbstsicherheit, die man auch immer wieder, wo man daran arbeiten muss. Und man braucht zu wissen, wer man selber ist, weil man ist immer wieder Stresssituationen ausgesetzt. Also es kann immer wieder ein Emergency vorkommen, und dann beweist man erst selber, was man kann. Dann weiß man selber auch, wo man steht. Und ich glaube, wenn man die innere Stabilität hat, dann kann man auch diese Selbstsicherheit, die im positiven Sinne, kann man dann auch ausstrahlen und vermitteln. Aber halt! Sind große Selbstsicherheit und selbstlose Dienstbereitschaft nicht ein Paradox? Das ist für mich kein Paradox. Ich glaube, man weiß erst, wenn man das hat, dann kann man das andere auch sehr wohl und sehr gut. Das Ziel ist, bei aller nötigen Effizienzsteigerung, die Tradition einer hohen Servicequalität auch in den globalisierten und liberalisierten Markt hinüberzuretten. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich wünsche guten Flug und auf Wiedersehen bei NZZ-Format in einer Woche.